Was für eine Zeit, Constanze. 14, 26, 76. Und Sie sahen im Ziel gerade selbst so ungläubig aus. Das heißt, Sie konnten es wirklich selber nicht fassen? Ja, das war irgendwie so viele Emotionen und ich glaube, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen und das dauert sicher noch ein bisschen, bis ich es realisiert habe. Ja. Das sah so einfach aus. Sie sind quasi geflogen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall immer gut, wenn es sich so anfühlt, als würde man fliegen, dann macht es auch Spaß und ja, das Publikum hat mich echt getragen. Ihre Mutter haben wir gesehen, die hat so die Hände vors Gesicht geschlagen, die konnte es auch gar nicht glauben. Wussten Sie oder haben Sie gespürt, wie schnell Sie sind? Sie haben ja, glaube ich, sich Rundenzeiten reinrufen lassen. Das heißt, Sie wussten, dass Sie auf einem unfassbaren Niveau laufen. Nee, ich war mir eigentlich nie im Rennen so wirklich klar, in welcher Geschwindigkeit ich jetzt laufe, weil ich habe zwar ein paar Rundenzeiten bekommen, aber so ganz hat das dann nicht mehr geklappt, als dann lauter im Stadion wurde. Und ja, am Ende dachte ich dann einfach nur, jetzt gib einfach alles und lauf einfach. Und ja, dann im Ziel, als ich dann die Zeit gesehen habe, war es dann klar für mich. Nur um das nochmal einzuordnen, Sie sind also 25 Sekunden schneller gewesen als Ihr eigener Rekord bisher, Ihre eigene persönliche Bestzeit. Mhm. Und Sie waren 16 Sekunden schneller als jede andere Deutsche bisher. Also haben den deutschen Rekord um 16 Sekunden unterboten. Und mit dieser Zeit, wir haben mal nachgeschaut, wären Sie vor 2 Jahren Weltmeisterin geworden. Ja. Können Sie das schon glauben, was Sie da geschafft haben? Oder beziehungsweise hatten Sie geglaubt, dass Sie es drauf haben? Nee, also ich wusste, dass ich schon eine gute Form habe und so. Das Training hat gut funktioniert und mein Trainer hat immer gesagt, ja, das ist gut, was wir hier machen. Aber gut ist gut, ja. Ja, so ganz. Ist sogar sehr gut. Kann ich die Zeiten immer nicht einordnen und ja, es hört sich für mich auch immer noch komisch an. Da so. Sehen Sie Ihre Zeit übrigens. Ja. Ich habe Sie nämlich gerade, als der Film lief, gefragt, wie die Zeit denn genau war und Sie wusste es gar nicht. Sie haben noch gar nicht nachfragen können. Nee, es war so viel danach los und so viele Emotionen, so viele Menschen, die da waren und gekommen sind und ja. Sie sind seit diesem Sommer endgültig drin in der Weltspitze. Ich glaube, das können wir sagen mit der Zeit heute sowieso. Constanze Klosterhalfen, die Frau, vor der selbst die Afrikanerinnen zittern. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wir reden gleich darüber, wie sie das alles schaffen. Davor stellt uns Tim Schröter Constanze Klosterhalfen noch mal genauer vor. Sie ist ein Jahrhunderttalent der deutschen Leichtathletik, läuft über die Mittel- und Langstrecke hinein in die Phalanx der eigentlich unschlagbaren Afrikanerinnen und pulverisiert die deutschen Rekorde reihenweise. Über 3000 und heute auch 5000 Meter. Constanze Klosterhalfen. 2015 macht sie erstmals bei den deutschen Meisterschaften auf sich aufmerksam. Zweite in Nürnberg über 1500 Meter mit 18 Jahren. Constanze ist einfach noch mal ja, eine Athletin, die Laufen liebt, lebt, die Geschwindigkeit liebt und die natürlich sehr ehrgeizig ist. 2017 ihr größter Juniorenerfolg in Polen. Dieselbe Distanz, diesmal wird sie von keiner geschlagen. Gold bei der U23-EM. Im selben Jahr ein Rückschlag im WM-Halbfinale in London. Jetzt geht sie nach vorne, so wie es abgesprochen war. 800 vor Schluss, die Attacke. Sie hat zu viel gewollt, sie wird durchgereicht. 2019 dann ihr Jahr. Jetzt greift sie vermehrt auf den langen Strecken an. Über 3000 Meter bei der Hallen-EM Silber. Der Höhepunkt, die Verbesserung des deutschen Rekords über diese Distanz. Ende Juni Stanford, USA. 8 Minuten, 20,07 Sekunden. Sie unterbietet ihre eigene Bestzeit um 9 Sekunden. Nur 5 Läuferinnen waren jemals schneller. Hassan, die Siegerin von Stanford, und 4 Chinesinnen. Die wackelten 1993 wie Roboter zu einer Fabelzeit nach der nächsten. Alles dank eines Tranks aus Schildkrötenblut, beteuerte ihr Trainer Yun Ren. Später flogen 6 seiner Athletinnen wegen Epo-Dopings auf. Und auch Klosterhalfen muss sich inzwischen kritischen Fragen stellen. Seit sie im März aufgenommen wurde ins Nike Oregon Project, ein Adelsschlag für eine Europäerin. Aber geleitet von Alberto Salazar. Immer wieder sind seine Sportler wie einst der 4-fache Olympiasieger Mo Farah mit Dopingvorwürfen konfrontiert. Der deutsche Verband verweist auf die Eigenständigkeit. Constanze ist durch die vielen Jahre im Verein, aber auch in den jeweiligen Kaderkreisen entwickelt, aufgebaut. Wir haben Eigenkompetenz gefordert, sie übernimmt Verantwortung für sich.
Und insofern finde ich, ist es auch wichtig, eine Entscheidung einer Athletin zu akzeptieren und die zu fördern, wenn man an Eigensteuerung und Kompetenz glaubt. Es ist ihr eigener, bisher erfolgreicher Weg. Der Weg von Constanze Klosterhalfen. Constanze, wenn andere über Sie reden, dann fällt immer mal wieder dieses Wort vom Jahrhunderttalent. Was denken Sie, wenn Sie das hören? Wird Ihnen das schummrig? Dann höre ich erst immer noch mal nach, ob die wirklich mich meinen, weil es hört sich immer noch irgendwie komisch an. Und ja, aber natürlich ist es auch ein super schönes Gefühl, wenn sowas über einen gesagt wird. Und ja, dann freue ich mich und mache aber einfach ganz normal weiter. Das erste Mal, als eine breitere Öffentlichkeit Sie tatsächlich gesehen hat, war diese Weltmeisterschaft 2017. Haben wir auch gerade noch mal gesehen. Wir können uns die Bilder auch noch mal angucken. Da sind Sie plötzlich vorgeprescht, frech, unbekümmert. Und weltweit dachten, glaube ich, die Leute, was ist das denn für eine? Die traut sich aber was. Was haben Sie damals gelernt? Denn Sie sind noch eingefangen worden. Aber ich glaube, Sie haben eine Menge gelernt. Ja, ich glaube, so Rennen vielleicht nicht ganz so krass, aber braucht man auf jeden Fall auch, um sich weiterzuentwickeln. Und das hat auf jeden Fall sehr wehgetan am Ende. Und ja, mein jetziger Coach hat sich noch bedankt für das Rennen, für seine Athletin. aber ja, für mich persönlich war es natürlich nicht so vorteilhaft. Aber muss man sich auch erstmal trauen, so weit vorne wegzulaufen. Damals waren Sie noch ein Talent. Ich glaube, jetzt kann man sagen, sind Sie in der Weltspitze angekommen. Mit Ihrer Zeit über die 5000 heute, aber auch mit Ihrer Fabelzeit über die 3000 Meter. Da haben Sie den deutschen Rekord um fast 10 Sekunden verbessert. Jetzt diese Fabelzeit über 5000 Meter. Wie ist das möglich? So ein Leistungssprung. Ja, also ich denke, damit hat natürlich auf jeden Fall der Schritt in die USA was zu tun. Ich habe jetzt mein ganzes Setup nochmal geändert und es ist nochmal professioneller geworden. Ja, aber auch wenn man sich die Jahre jetzt anguckt, also 2017 war ja schon mal ein Schritt in meiner Entwicklung. Dann 2018 war ich lange verletzt, hatte großen Trainingsrückstand. Und ja, jetzt nochmal mit den Veränderungen, härteren Trainingseinheiten, sieht der Schritt in der Zeit erstmal schon groß aus, aber ist es schon irgendwie die weitere Entwicklung fortgesetzt. Mhm. Mit Schritt in den USA, wir haben es gerade gesehen, meinen Sie diese berüchtigte Trainingsgruppe des Oregon Project. Es ist ein Ritterschlag, dort genommen zu werden. Da dürfen nur die Allerbesten mitlaufen. Was genau machen Sie denn dort anders im Training? Was ist anders als vorher im Training hier in Deutschland? Also ich habe schon mal irgendwo gesagt, das ist so wie Trainingslager jeden Tag und es dreht sich alles nur ums Laufen und ich kann alles nach dem Laufen ausrichten und ja, dazu kommt, ja, dass die Trainingsstruktur auf jeden Fall eine andere ist. Und was heißt das? Die Trainingseinheiten sind teilweise härter, aber gleichzeitig wird auch mehr Wert auf die Regeneration gelegt, also da herrscht einfach nochmal eine andere Vorstellung. Und ja, Entschuldigung. Und ist das so anders, als Sie vorher trainiert haben? Ist so ein Riesenunterschied? Ja, würde ich schon sagen. Also die haben halt nochmal andere Erfahrungen und ja, von den Trainingsinhalten auch unterscheiden die sich schon sehr zu den Inhalten, die ich hier vorher trainiert habe. Mhm. Es soll ja auch so innovative Trainingsmethoden dort geben. Was ist das? Also Höhenkammern, Unterwasserlaufbänder, was man da alles liest? Ja, doch, das gehört alles dazu. Das will ich alles unter die Regenerationsmaßnahmen so mitpacken. Ja, wenn man die Coaches da kennenlernt, dann merkt man halt einfach, dass das ganze Team irgendwie den ganzen Tag darüber nachdenkt, wie man den Athleten noch besser machen kann und versucht, jedes Detail irgendwie noch ein bisschen hochzuschrauben. Zum Beispiel mit diesen Unterwasserlaufbändern, um die Gelenke zu schonen. Da kann man mehr Kilometer machen. Ja, und dann halt, wie ich schon gesagt habe, die Regeneration, die wird da sehr hochgeschrieben, um halt möglichst regeneriert wieder in die nächste Einheit zu gehen. Und ja, also ich bin selber noch jeden Tag super fasziniert von dem Umfeld. Es gibt aber allerdings auch gegen den Kopf des Trainingsprojekts Alberto Salazar Dopingvorwürfe. Die Anti-Doping-Agentur in den USA ermittelt seit Jahren gegen ihn. Haben Sie sich mit diesen Vorwürfen auseinandergesetzt, bevor Sie dorthin gegangen sind? Nee, also mir ist klar bewusst, dass da auch immer sehr viele negative Sachen mit in Verbindung gebracht werden, aber ich bin da sehr unbefangen hingegangen und ich bin ja auch eine mündige Athletin und habe gesagt, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, mache mir erstmal ein eigenes Bild und
ja, ich kann nur Positives berichten und ja, ich glaube, diese Prozesse wurden auch nie wirklich abgeschlossen, deshalb kann ich auch nur sagen, sollte es nicht verurteilt. Genau, jeder ein eigenes Bild erstmal machen. Sind allerdings Vorwürfe von einer eigenen Athletin und von einem Trainer, die da ja in seinem Trainerteam waren. Von außen betrachtet, Constanze, ist es natürlich jetzt so, sie wechseln zu einem Trainer, dem Vorwürfe gemacht werden, und seit sie dort sind, pulverisieren sie die deutschen Rekorde und ihre eigenen Rekorde um 10 Sekunden, jetzt 25 Sekunden. Verstehen Sie, dass da manche misstrauisch werden? Doch, auf jeden Fall. Also auch die Journalisten heute wieder, klar kommen da immer diese Fragen, und ich kann das auch verstehen. Das ist ja auch erstmal komisch, so, wenn man halt nicht wirklich darüber Bescheid weiß. Aber da macht es mich irgendwie auch ein bisschen traurig und auch ein bisschen sauer, so, weil ich sehe ja jetzt auch, wie die ganze Gruppe über diese, über die Athleten bestehen ja alle diese Gerüchte und so. Und ich sehe jetzt ja jeden Tag, wie hart die Athleten da trainieren und wie viel Liebe zum Detail da reingesteckt wird. Aber Ihnen war schon klar, wenn ich dorthin wechsle, dann werden Fragen kommen. Und ja, egal welche Erfolge ich feiere, das wird hinterfragt werden. Ja, genau. Das musste Ihnen klar sein. Ja, das ist mir auch klar. Und ja, aber wie gesagt, ich sehe jeden Tag, wie hart trainiert wird. Und deshalb denke ich, sollte sich jeder ein eigenes Bild erstmal machen. Und ja, ansonsten lasse ich mich davon nicht so viel beeinflussen. Was ist möglich in Ihrer Karriere in den nächsten, sagen wir mal, 14 Monaten, 12 Monaten? Jetzt Was steht eine WM an und danach ist Olympia. Ja, genau. Also Sie sind in der Weltspitze. Ich bin auf dem Weg zur Weltspitze, ja. Also mit den Zeiten sind Sie schon drin. Ja. Mit der Zeit von heute wären Sie Weltmeisterin geworden vor 2 Jahren. Also ja. was trauen Sie sich zu? Also ich möchte auf jeden Fall meine Zeiten noch weiter verbessern. Also am meisten Spaß macht es mir eigentlich auch halt schnell zu laufen. Aber auf dem taktischen Gebiet und vor allem Meisterschaftsrennen muss ich auf jeden Fall noch viel lernen. Auch jetzt das Rennen davor in London, das war zum Beispiel taktisch auch nicht so klug von mir. Und ja, da fehlt noch ein Stück, um dann wirklich auch in der Weltspitze konkurrenzfähig zu sein, würde ich so sagen. Wir werden das beobachten. Danke. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Constanze Klosterhalter. Okay.